Ja, hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Live in the Woods. Wir laden noch ein Spiel ein, sind live auf Sendung, verwenden das Live-Let's Play, aber auch als Let's Play, dann für die Folgen nur als Info. Oben rechts kann ich da noch zusätzlich als Info geben, haben wir die Live-Abonnentenzahl. Die ist nur im Livestream relevant, im Let's Play später. Ich werde sie nicht rausnehmen, ich werde den Livestream einfach dafür verwenden, fürs Let's Play. Sind die Zahlen natürlich nicht mehr aktuell. Also davon bitte nicht täuschen lassen und oben in der linken Ecke quasi, ja, da sind dann die letzten Abonnenten. Das heißt, wenn jemand diesen Kanal abonniert, wird er da dankensweiterweise erwähnt. Ja, ich würde sagen, wir starten mal hier. Wir laden uns mal auf den Server. Und dann gucken wir mal, was wir heute machen, was? Ja, der Mond geht auf. Genau das haben wir jetzt gebraucht. So. Ja, es wird Nacht. Das heißt für mich ganz kurz, das Bett ist natürlich nicht in meiner Nähe. So. Der Stream im Übrigen wieder ca. 50 Sekunden verzögert. Ihr wisst es ja, die Stammzuschauer wissen es. Liegt einfach daran, dass die Leute, die das gerne auf den Smart TV sehen wollen, in Full HD, also in 1080p, genießen wollen, ohne Zuckler, ohne alles, ja, für die ist das quasi eingebaut. Sonst würde es auch mit einer geringeren oder ja, gar keine Verzögerung, ist ein bisschen riskant, aber so mit einer deutlich geringeren Verzögerung gehen. Aber wir wollen halt das anbieten. Also ich möchte es gerne anbieten, so dass jeder hier Spaß hat beim Zugucken. So sollte es ja sein. Ja, ihr könnt gerne mal vorschlagen, was wir jetzt machen wollen. Wir haben so ungefähr anderthalb Stunden Zeit. Wenn wir Glück haben, werden vielleicht auch zweieinhalb. Das kann ich noch nicht so genau sagen. Aber prinzipiell gehen wir erstmal von anderthalb Stunden aus. Was könnten wir jetzt in anderthalb Stunden machen? Ich muss natürlich jetzt ein bisschen warten, weil ja, die 50 Sekunden Verzögerung sind natürlich da. Dementsprechend muss ich da auch ein wenig abwarten. Und bin da aber auch ganz geduldig mit euch. Ich mache euch keinen Stress. Ja, ihr könnt ja gerne mal schreiben, was wir so grob machen könnten. Pardon, Räusper. Und da warte ich jetzt einfach mal auf euch. So und so. Ich weiß gar nicht mehr, wie war das. So, Jelly Royale. Und das ergibt eine neue Biene. Sehr schön. Da haben wir diese Biene Maya hier. Ansonsten würde ich halt so Kleinkram heute machen. Das Schöne ist mit diesen Sojabohnen, wir können die einfach immer direkt hier reinhauen. Mal hier rein. Und das heißt, wir können hier Burger ohne Ende machen. Achso, nee, hier nicht. Die gehen hier rein, gehen unten durch und kommen hier wieder raus. Als schon fertig Soja. Wir brauchen bald keine Soja mehr machen. Aber wir haben genug Vorrat. Wenn wir halt Burger machen wollen, so haben wir ratzfatz einen riesen Vorrat. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht noch automatisieren kann, dass die Burger da automatisch draus werden. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Aber das, was wir jetzt schon haben, ist schon eine riesige Hilfe und wirklich gut. Da können wir uns nicht beklagen, was? Geht's noch weiter, oder? Ah, okay, es hat ein bisschen gedauert. Jetzt fängt die nächste Reihe an. Ja, also wir haben auf jeden Fall genug Tofu und Soja und dies und jenes. Also das ist schon mal optimal. Die Küche an sich sieht schon Minecraft-mäßig nicht so schlecht aus. Geht sicherlich schöner. Das ist auch eine Sache, der werden wir uns noch annehmen. Mit Dekokraft haben wir nicht wirklich gearbeitet. Hier müssten wir auch mal dicht machen. Hier kann ich das mal ganz kurz zeigen. Hier läuft das durch. Da oben habe ich es reingeschmissen. Hier wird es gepresst. Läuft in die nächste Presse, wird ein zweites Mal gepresst. Und dann geht es da hinten wieder hoch. Ja, bin ich schon ganz stolz drauf, dass ich das selber hinbekommen habe. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich weiß, dass ich mit Honigblöcken handeln kann. Die Frage ist, wie stelle ich den her? Wie stelle ich überhaupt Honig her? Honig. Herstellung. Wie ich mache Honig. Ich habe Honigwabe. Wahrscheinlich muss ich es einmal pressen. Ich weiß es gar nicht.
Ja, das ist ja echt super. Okay, also da wird mir erklärt, wie der geht. Wunderbar. Oh, The Special Trimix ist da. Moin, moin, schreibt er. Ja, moin zurück. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wie stellen wir jetzt Honigblöcke her? Das sind Honigwaben. Ein Eimer mit Honig. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Wir schauen mal. Ich presse das mal. Wir werden bestimmt Honig haben. Ich guck mal oben. Weil wie gesagt, mit den Honigblöcken könnten wir handeln. Ich weiß, wo wir mit den Honigblöcken handeln könnten. Dann machen wir doch einen Handel. Ja, das ist natürlich... Ja, dann müssen wir mal was probieren. Wir haben doch hier eine einfache Presse. Wir tun noch mal einmal Honig rein. Mal gucken, was passiert. Er ackert auf jeden Fall. Aha. Kann man den Honig noch ein zweites Mal reintun? Nein, kann man nicht. Okay. Dann, let's go. Und dann können wir den anderen Honig um. Lassen wir mal. Wir gucken mal, was wir mit dem Bienenwachs machen können. Es weiß niemand. Und wir können nur mal versuchen, ob wir damit halt letztendlich die Honigblöcke herstellen können. Komm her, ich hol den Honig von oben. Was soll's? Was soll's? Ja, wie gesagt, ihr könnt gerne vorschlagen, was wir heute machen können. Circa anderthalb Stunden habe ich garantiert erstmal Zeit. Und dann müsste man gucken. Also von daher, solltet ihr irgendwelche Ideen haben, was so ein schnelles kleines Projektchen sein könnte, dann könnt ihr es gerne schreiben. Wir können natürlich auch etwas Großes anfangen, würden es aber niemals fertig kriegen. Das würde ich ungern machen. So, dann lassen wir das doch mal hier laufen, was, Kinders? So, wir gucken jetzt mal. Jetzt würde ich es gerne mal wissen. Also das ist schon mal kein Honigblock. Das ist sehr schade. Ich fürchte, wir brauchen sehr viel Honig. So, wir gucken mal. Oben haben wir eine Werkbank. Ich muss ja irgendwie einen Honigblock herstellen können. Das gibt's doch gar nicht. Wie kriege ich diesen Block hin? Honigblock! Ich kann es nicht sehen, das ist doof. Wahrscheinlich habe ich schon falsch gemacht. Wahrscheinlich hätte ich die Waben legen müssen. Ich weiß es gar nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Ja, Jasminchen ist ein Bienchen. Schön, dass du wieder da bist. Gerade eben waren wir noch im Park und jetzt sind wir hier mitten in der Pampa. Oh, die Musik, ich liebe die so, ne? Die ist so schön. Jasminchen fragt, wieso hast du so viel Erde in deiner Wohnung rumliegen? Ich glaube, hier haben wir einen Klotz. Haben wir sonst noch Erde rumliegen? Achso, das sollten mal Raumaufteiler werden. Die sind aber hinfällig. Das sollten mal Raumaufteiler werden. Dann sollte das eine Dusche sein, das andere das. Das war nur abgesteckt. Das müssten wir auch mal angehen. Eigentlich könnten wir uns auch mal ums Haus kümmern. Würde ich sagen, das wäre auch mal eine Maßnahme. Erstmal versuche ich nochmal diesen Honigblock irgendwie herzustellen. Diesen hier, diesen tollen Block. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wenn ich hier R drücke, zeigt er mir das auch nicht an. Normalerweise kann man das. Ansonsten hat man ja noch U oder I, weiß ich gar nicht mehr. Aber beides geht halt auch nicht. Und ich brauche die doch zum Handeln. Ich brauche die doch zum Handeln. Der gibt mir doch dann was. Ich glaube, Smaragde bekommen wir dafür. Die können wir auch wiederum sehr gut gebrauchen. Und wir müssten das mal beachten, der hat ja dieses Auto-Repair. Ich bin mal gespannt, ob der sich wirklich mit der Zeit repariert. Ja, die Erde könnten wir wegmachen. Die Treppen müssten wir auch mal langsam machen. Also generell, das Haus ist so halbfertig irgendwie. Hier oben ist alles gemischt an Holzarten. Einfach nur um Löcher zu stopfen. Hier sind Creeper explodiert und keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht mehr, was hier alles ausschlaggebend war. Ja, müssten wir machen. Da hinten haben wir übrigens auch, da wollten wir noch ein zweites Haus bauen. Das müssten wir auch mal machen, hier wo dieser Erdberg ist. Da haben wir schon abgesteckt, so ein Riesenhaus, so eins wie hier.
blühenden Bäume sind so schön wie der Frühling in Stardew Valley. Das stimmt. Minecraft duschen? Was meinst du damit? Was meinst du damit, hier Snietchen? Ach so, ja, weil ich Dusche bauen wollte. Du brauchst immer ewig viel Platz und Zeit. Ja, aber ich will mich auch nicht hetzen. Es soll ja auch gemütlich sein. Letztendlich könnte ich natürlich auch einfach nur Speed bauen machen. Ja, aber das wäre ja auch langweilig. Dann wären wir noch 20 Folgen fertig. Nein, übertrieben. Dann wären wir wahrscheinlich jetzt schon fertig. Ich weiß gar nicht, welche Folge das ein Let's Play wäre. Der Honigblock ist nicht craftbar. Stammt aus den... aus den Hiwis, aus dem Nether, soweit ich weiß. Wir machen mal ganz kurz eine Reise. Danke für den Hinweis erstmal. Ich bin mir ziemlich sicher, es war ein Honigblock. Ansonsten habe ich mich vielleicht verguckt. Wir reisen mal ganz kurz wohin. Das geht auch schnell. Das ist in der Nähe des Leuchtturms. Und wie gesagt, hier ist ein Nienchen. Ich lasse mir einfach Zeit. Wir haben alle Zeit der Welt. Und ganz ehrlich, ich denke mal, Let's Play-mäßig, ich weiß es wirklich nicht, dürfte das letztendlich Folge knapp 300 oder so sein. Und warum wollen wir nicht in 5, 6 Jahren auch noch bauen und spielen? Ja, ein Windkraftwerk. Ja, das musste ich erstmal bauen, weil ich Strom brauche. Lieber The Special Triple X fragt, spielst du eigentlich auf dem Server oder Singleplayer? Es war ein Singleplayer, mittlerweile auf dem Server ausgelagert. Weil der Philipp, Kumpel hier halt von mir, ja, auch ab und an mal mitmacht, wie du ja vielleicht schon gesehen hast. Und das geht dann da am besten über den Server. So, dann gehen wir mal ganz kurz was schauen. Ach so, du meinst die Dusche brauche, Minecraft zu bauen, jede Menge Zeit und Platz. Ja, das stimmt. Du könntest ein kleines, ein was? Brutalistisches Häuschen bauen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab so ein bisschen das Problem, was auch der ein oder andere Let's Player hat. Klein geht bei mir irgendwie nicht. Es wird immer riesig. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe aber irgendwie auch diesen Drang zu. Dann fällt mir ein, ich muss das noch einbauen. Dann fällt mir ein, dies. Ich bin ja nicht so zufrieden, wenn das so halb herzig dahingeklatscht ist. Ich glaube, das wird sehr schwer. Und ich bin befloppt, befindet sich in den Hiwis. Achtung, wird gut verteidigt. Hiwis. Ich kenne mich im Minecraft-Nether nicht so wirklich gut aus. Das sind bestimmt diese Dorfeinwohner. Aber bevor ich mich mit denen anlege, gehe ich nochmal ganz kurz schauen, ob es auch wirklich ein Block war. Nicht, dass ich jetzt hier Mist erzähle. Wir sind ja gleich schon da. Wir haben schon über die Hälfte des Weges hinter uns. Wir schauen einfach nochmal ganz kurz nach. Dann haben wir Sicherheit. Ich mache auch mal ganz kurz Tag, dass ihr mehr seht. Zombies sind eh aus. Die müsste ich dann ja wahrscheinlich anmachen. Und ich denke mal, diese Hiwis werden wahrscheinlich die Schweine im Nether sein. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Tut mir leid, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Minecraft immer mal phasenweise kurz gespielt. Ich glaube, seit der Alpha-Beta-Version. Ich habe keine Ahnung. Wir waren eine sehr frühe Version. Es gab Minecraft auch noch vergünstigt. Ich habe, glaube ich, 10 Euro bezahlt für Minecraft. Ja, habe immer mal wieder phasenweise ganz kurz gespielt und dann wieder die Lust verloren. So große Projekte und so, das habe ich noch nie vorher gemacht. Darum ist es auch so spannend. Und in Nether habe ich damals immer gemieden, weil ich immer Angst hatte, dass ich sterbe. Ich kenne auch nicht das End. Ich weiß auch nicht, wie ich zum End komme und was ich da machen muss. Das werden wir in den Let's Play hoffentlich irgendwann auch mal machen. Wird wahrscheinlich noch 300, 400 Folgen dauern. aber wir werden auch das sicherlich mal machen, weil das möchte ich auch mal gerne miterleben. Ja, wir sind gleich da. Da ist die Tulpenwiese und bei der Tulpenwiese ist nämlich ein Haus und der will mit uns handeln. Und ich bin der Meinung, der will Honigblöcke haben. Und ich dachte, ich kann die craften. Ach, hier sind Wespennester. Ah, danke schön. Und die gibt es in Nether gibt es Wespennester. Okay, das wusste ich gar nicht. Da muss ich da mal gucken. Da habe ich ja noch gar nicht gesehen. Weil eigentlich bewegen wir uns in Nether und so, wenn wir die Welt erkunden, immer mit Zombies. Wenn es nicht gerade mal vergessen wird. Aber eigentlich machen wir das immer so. Und da kann ich mich gar nicht erinnern, dass da welche waren. Ach, hilft sie? Okay. Ja, wir schauen da gleich mal nach. Anton. Naja, gut, ist ein Hühnchen.
So, und hier war irgendwo die Hütte. Die Hütte am See. Oh ja, das war ja super. Na, da haben wir Schwein gehabt, was? Oink, oink, oink. Wo ist die Hütte? Oh, die Musik ist so schön, die passt hier einfach zu. Ich bin so froh, dass ich darauf gekommen bin, diese Musik zu verwenden und nicht die vorgegebene Musik von YouTube, die jemand da Gronk-Let's Play-Musik genannt hat oder so. Das ist tausendmal schöner und individuell. Ich kenne kein Let's Play, was das hat. Der Sascha ist da. So geile Schafe. Ja, Philipp Schaf und so, da kümmern wir uns jetzt gerade nicht drum. Wir gehen mal zu diesen Häuschen. Da ist ein Schaf, da ist ein richtig geiles Schaf. Das ist richtig scharf auf dich, lieber Sascha. Das ist schaftastisch. Wir müssten mal gucken. Der will ja mit uns handeln und ich würde auch gern mit ihm handeln. Gesundheit. Aha. Na, das ist schon so ein Honigtyp. Der niest auch, das heißt, der braucht warme mich mit Honig. Ernsthaft? Can you help me? Ah, Rosen. Nee, aber so ein Eisenrad brauche ich nicht, sorry. Brauche ich nicht. I don't think so. I don't think so. Hier, wie sind große. Vom Biomo Plant.